Willkommen zurück zu Let's Play GTA San Andreas. In der letzten Mission, da haben wir das Caligulas Casino überfallen und denen den Tresorraum ausgeräumt, quasi als krönender Abschluss der Überfallsmission, da wir die letzten Missionen auf diese Mission hingearbeitet haben. Warum wir für diesen Überfall nur 100.000 Dollar bekommen haben, weiß ich jetzt auch nicht. Denn es ist ja schließlich so, dass man, wenn man Mafia-Casino ausräumt, da müsste ja eigentlich ein bisschen mehr für einen rausspringen. Also bei den Oceans-Filmen war das zumindest so. Ja, das war dann auch die letzte Mission in Las Venturas gewesen. Denn jetzt schließt sich langsam wieder der Storykreis. Jetzt geht's also in der eigentlichen Geschichte weiter. Die Überfallsmission waren ja nur so ein kleiner Ausschweif mit, wie heißt der, mit Woozy. Ja, und da würde ich doch mal sagen, wir machen jetzt die richtige San Andreas Story weiter und schmeißen uns auch gleich in die nächste Mission. Hate the little man because he's packing a six-shooter. Oh, next. Thank you. Thank you. Do you know how much balls it takes to stand out here and sing a song like that? It takes guts. I'm sorry. We're just looking for something with a little more mass appeal. What could have more mass appeal than a song like Small but Perfectly Formed? Women want me. Men want to be like me. Oh, God, right. Me right. Damn, this casino game is hard work. I thought it was just a case of opening the doors and letting suckers give you their money. If only. You know what? I'm getting bored here. I'm trying to do business, not audition midgets. People of reduced stature, you mean? Yeah, I said that. All I know is when are we gonna get some real talent in here? I heard that. Mad Dog. CJ, clean, dude. That's good news, man. Hey, what's crackin'? You ready to take it to the stage again? Easy, CJ. Come on, man. One step at a time, you know? I'm almost ready, but... But what? I wanna go home now, CJ. That's cool, man. I'll take you. Where's home? My mansion, baby. Yeah, I heard about that place. Drugs, sex, all that shit. Yeah, you know it. Yeah, but... yeah, I've been there. I mean, I've seen it on TV. Yeah. Nice crib. Thanks, player. We could do with a place like that to set up in the LS again. Wait for sweet. Get things moving. Get off this midget game. But CJ, come on, man. What? I saved your life, man. My mansion ain't big enough. Only got 19 bedrooms, you heard? Aight, man. My mansion's been seized. IRS? Nah, not exactly. Who? Nobody. Who, Mad Dog? Aight, Big Pop. Big Papa? The drug dealer? Man, you gave your multi-million-dollar mansion to a motherfucking pusher? You know, CJ, these things happen. I was powerless. You fucking degenerate? Oh! Man, how much blow can one guy snort? It's not my fault, CJ. Man, I should have let you jump. Come with me, all of you. We all going home. IRS ist die Steuerbehörde von Amerika. Hello? Hey, what's up, Carl? Hey, Kendall, what's up? Nothing, just thought I'd wish you luck. We're gonna drive back to San Fierro first. Wanna check things out there before we hook up with guys in Los Santos. Alright, cool. You be careful. I'll be fine. I got Caesar and Mad Dog to keep me safe. You be careful. Oh, I will. I'll see you in Los Santos. Me and you gonna go in to clear the place out. Good idea. The element of surprise. So the rest of the crew can move in peace.
You ever jumped before? Nah, you? Nah. When we land, we're gonna feel invincible. I am invincible! Hey, wait up! Wah! Wahoo-hoo! Wahoo! sorry, wenn... Oh, es war ein bisschen spät. Sorry, wenn gerade so die Kamera so durch die Gegend geschwenkt ist, aber ich habe gerade mein Mauspad zurechtgerückt und habe gar nicht gesehen, habe gar nicht mitbekommen, dass die Maus als Fit geht, beziehungsweise ich habe nicht dran gedacht. Was war denn das? Oh no! Oh! Hä? Ey, nee! Oh Mann, ey, wie viel Pech kann man eigentlich haben? Ey, oh. Also sowas ist echt nervig. Viele hatten sich jetzt darüber aufgeregt. Mhm. Ich auch, um ehrlich zu sein. Komme ich denn da hoch jetzt? Musst du irgendwie jetzt rein. Also das ist mir echt noch nie passiert, ja. Wenigstens geht die Schussweste nicht drauf. Ey. Wie viele Leute sind denn da? Oh nee! Da hinten war einer. Meine Güte. Quatsch, nicht Options. Load, was haben wir hier? Das. So, ich mache jetzt keinen Schnitt. Ich habe jetzt keine Lust, das alles nochmal aufzuzeichnen. Da wird es halt eine bisschen längere Folge. Aber wie kann man bitteschön nur so ein Pech haben? Das geht doch gar nicht, dass man genau diesen Funkmast trifft. Oh. Und dann sehe ich noch, dass da eine Schussweste ist. Und dann klettert nochmal einer dieser Penner über diese Mauer. Wie viele waren das eigentlich? Und hier kann man nicht rennen. Schauen wir uns die Mission nochmal an. Nee, Quatsch. Nee, ich drück's weg. Das drücke ich auch weg. Kennt ihr ja alles schon. Das kann ich nicht wegdrücken. Kann ich noch die Maus so ein bisschen bewegen? So, und jetzt muss ich dran denken, sofort. Genau. Und auf dem Ding da unten sind wir gelandet. Drecksfunkmast. Beziehungsweise, ja doch, nee, das ist ein Funkmast. Oder irgendwas so in der Art. Ey, wenn ich sowas absichtlich machen wollte, wäre sowas nie passiert. Der hält sich dann gar nichts fest, ne? So. Wir müssen hier drauf landen. Da sind schon die ganzen Feinde. Wo wir ja schon 10 Stück vor einer Minute erschossen haben. Da ist eine Schussweste. Halleluja. So. Thank you.
Jetzt muss man so lange die Leute da schießen, bis die Triaden ankommen, also stand zumindest da unten. Wir dürfen keinen sterben lassen. Und jetzt bringen wir die Triaden in die Menschen. Wo müssen wir da noch? Ich glaube hier. Ja, hier müssen wir lang. Mad Dog's Grip. We're heavily outnumbered, but if we all keep our heads, we should kick ass. Ja. Bastard! Let's hit him! Wenigstens haben wir ein bisschen Munition von ihm bekommen. Die haben echt alle diese Militärwaffen. Oh, das ist war glaube ich eher so eine Schlampe von denen. Hier kann man aber wirklich gut Munition sammeln. Also wirklich, in einem Haus, was so bewacht werden muss, würde ich nicht leben wollen. Leute, wie wär's mal mit Schießen? Dort, die nehmen wir mit. Wo ist denn der jetzt hergekommen? Ja, das sind echt... teilweise okay, Intelligenzbolzen, ja, die da schießen. Da ist auch noch einer. Room clear. You go ahead, CJ. No, we'll hold the balcony. So. Ich schieß da an die Frauen von denen. Oh, oh, oh. Oh, 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 wo ist da noch einer? Hier. Auf wen schießen die da bitte? You chose the wrong house to rob, fool! Ja, das ist ja cool, wenn wir nicht rennen dürfen. Da können wir auch gleich eine richtige Waffe nehmen. Und nicht so eine Mädchenwaffe. You don't know who you're fucking with, do you? Ain't nobody gonna hear from you again! You're trying to fuck with my house, with my shit! Oh, und dass wir hier drin nicht rennen dürfen. I'm a fuck with you! Not a bit. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, wir können ihn... wir können ihn auch natürlich verletzen. Schade eigentlich. Also wir müssen ihm nachlaufen. Der ist noch unsterblich. Und jetzt gibt's noch eine Autoverfolgungsjagd, oder was? Hey, Big Papa sieht genauso aus wie jeder andere.
ein. Wir kriegen das pinke Auto hingestellt, ne? Schönes pinkes Auto. Dürfen wir ihn... Oh, wow. Nee, nee, darum... So will ich nicht. So rum. Dürfen wir ihn töten oder sollen wir ihn nur von der Straße rammen? Oh, wir haben natürlich das... So ein schönes... Also eine schöne Karre, die nur am Untersteuern ist, bekommen. Was macht ein... Was macht ein... Ja, genau, das Auto dreht sich ja eh immer in die andere Richtung, in die verkehrte. Was macht denn da ein ein Country-Polizeiwagen? Und ich habe ja das Problem, dass ich aus irgendeinem Grund nicht mit meiner linken Maustaste schießen kann. So. Aber ich schieße dann halt mit Shift aus dem Auto. Ja. Klappt anscheinend trotzdem. Wir haben Bad Dogs Bude zurückgeholt. Seine Villa. Und Respekt bekommen. So. Ich will euch hier mal noch was zeigen, kurz, bevor wir die Folge jetzt beenden. Nämlich den teuersten, das teuerste Geschäft in ganz, ich muss suchen hier, in ganz San Andreas. Ich denke, genau, wir bekommen jetzt erstmal einen Handyanruf. Hey Ken, how you doing? Carl Johnson. Hey, Carl, great! Guys, it's Carl, great! Fucking great, fucking amazing! I got a need for an accountant and a sound engineer, and I thought of you and Paul. Fucking amazing! Paul's great with figures, and I'd make a fucking amazing producer. This is fucking great, it's amazing! Yeah, yeah, whatever you say, man, but look, see you soon. Fucking amazing! So, wir haben... Hier dann also eine neue Mission und das hier. Moment. Dieses Geschäft, das ist das teuerste Kleidungsgeschäft in ganz San Andreas. Und das zeige ich euch jetzt auch mal. Da gibt es nur Abendmode und sowas. Und es ist teuer. Hier zum Beispiel so ein schönes blaues Sakko. Kostenpunkt $3000. Das nehmen wir mal, das sieht gar nicht so schlecht aus. Ja, ich nehme euch einfach noch auf eine kleine Shopping-Tour mit. Ein Leatherman-Top, was ist denn das? Oh Gott, nee, bloß nicht. Folge ist ja sowieso, ja, mit dem Neuanfang etc. Es ist ja so, sowieso eine Folge der etwas anderen Art. Ja, die Hose kann man doch nehmen. Sieht doch ganz schön aus. Aber was gibt's denn da noch? Shoes, Black Shoes, Brown Shoes. Die Schuhe, die passen auch besser wie die Stiefel da drauf. Wir haben sowieso genug Geld. Ja? Das ist an sich relativ egal. Ketten. Ketten. Ja, nehmen wir. Das sieht doch gar nicht schlecht jetzt aus. Ich gebe es zu, ein bisschen was von einem Zuhälter. Ja,
$8,000, das ist eine gute Uhr. Die nehmen wir auch mal in Gold. Wie viel kostet die in Silber? Weil eigentlich würde es ja besser passen, da auch unsere Kette in Silber ist. 5.000, ah ja, okay, nee. Wir lassen sie in Gold. Sonnenbrille. Einmal ganz normal schwarze, die kaufen wir auf jeden Fall mal. Und dann gibt's doch noch, jetzt muss ich schauen. Was ist das? Oh ne, nee, das sieht nicht so gut aus. Und jetzt noch Hüte. Ziehen wir uns noch einen Hut an oder nicht? Nein, jetzt habe ich auf die Taste gedrückt, sorry. Hüte. Das sieht doch mal nach was aus. Komplett in Blau. Wir haben einen neuen Style. Sei mal dahingestellt. Mal schauen, vielleicht gefällt es dir, Will Smith. Nee, er läuft an uns vorbei, also es gefällt ihm nicht. Also das sieht jetzt echt schon... Ich hätte eigentlich nur noch einen roten nehmen müssen, dann wäre es ein richtiges Zuhälter-Outfit. Dann wird es auch ein bisschen besser zu dem Auto hier passen. So, wir sind also wieder in Los Santos zurück. Und jetzt schließt sich langsam der Storykreis von San Andreas. Wir gehen jetzt also in großen Schritten auf das Finale zu. Und dann würde ich sagen, ich beende die Folge hier und sage bis zum nächsten Mal bei Let's Play GTA San Andreas. Bis dahin.